Hallo, liebe Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge, zu einer weiteren Folge von Der Herr der Ringe Online, ein schurkisches Let's Play. Ja, wir haben uns in der letzten Folge in Scheren und Dachsbauten noch etwas ausgetobt. Heute geht es weiter. Wir müssen den Prolog weitermachen und die Spinnen vernichten im Steinbruch. Und beides ist rein zufällig auch noch am selben Ort. Wie cool. So, und zwar müssen wir einiges killen, wie zum Beispiel diese Grünfeldbeißer. Die hier überall rumschwirren. So, ich hoffe, es geht euch allen gut soweit. Mir schon so halbwegs zumindest. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde krank. Was jetzt nicht so toll wäre, aber kommt leider vor. Gerade bei dem Wetter jetzt, ne? Ist klar. Die erste Woche Wetterumschwung haben wir ja ganz gut überstanden. Seht ihr das, was ich meine? Ja, die sind überall, die Drecksviecher, ne? Geht gar nicht klar. Huch. Dann vergiften die ja noch immer noch so toll. Fürs Handwerk mitnehmen. Oh yeah. Da ist ein Bauweber. Baumweber, meine ich. Ich meine, okay, die sind jetzt nicht mehr allzu stark, ne? Die sind Level 12, wir sind Level 15, aber trotzdem. Können die einem schon wehtun? Richtig böse wird's, wenn man die Königin angreift, die da oben gerade zum Beispiel runterkommt. Die wollen wir uns mal kümmern eben. Wir brauchen nämlich zwei davon. Und schon kommt ihr kleiner Helfer. Ah ja. Zack. Wunderbar. Gut. Ich habe immer noch Aggro. Au. Oh. Oder auch nicht. Ja, beschieß mich und hau ab. Okay. Kann ich jetzt mit leben. Und ist noch ein Baumweber. Brauchen wir einiges davon. Hier rein, weil hier drin ist das eigentliche Ziel, quasi, sage ich mal, den Schädel. Ganz kurz noch hier die Dinger aufmachen. Nur Müll. Ja, war klar. Okay. Ah, muss schon wieder hier. Na komm. Wunderbar. Tat abgeschlossen. Hobbit-Statue. Jawohl, 20 Macht kriegen wir dazu. Ach, darum wollte ich mich auch noch kümmern. Okay. Öffnet sich jetzt immer der Shop oder was, wenn man Geld kriegt? Das wäre echt nervig. Das hier finde ich auch sehr geil, ne? Dass hier einfach mal so ein paar tote Spinnen rumgammeln. Chillen voll.
Oha. Oha. Okay. Ausweichen hier. Das war cool. Haben wir jetzt neue Tat verliehen bekommen. Landet kritische Treffer mit Fertigkeiten, die vom Schleichen profitieren. Oh. Ist cool. Also sowas wie das hier zum Beispiel. Überraschungsschlag profitiert vom Schleichen. Dadurch machst du halt mehr Schaden. Es ist so. Wobei ich noch nicht so ganz weiß. Also, Schurken haben ja einen Bonus auf Dolchschaden. Ich glaube, pro Dolch 1% oder 2. So, aber Hobbits haben aber noch einen höheren Bonus auf Streitkolben. Frage ist, ob ich jetzt Streitkolben vielleicht benutzen sollte, weil Streitkolben natürlich an sich auch so schön sind, weil die natürlich den Gegner betäuben können, ne? Du ziehst den eine drüber und dann sind die erstmal betäubt. Nicht Streitkolben, Kolben. Normale Kolben? Waren es Kolben oder Streitkolben? So, da ist der gespaltene Schädel. Zack, eingesteckt. Und dann laufen wir wieder nach oben, weil die Spinnen haben wir auch alle fertig. Sehr gut, sehr gut. Dann könnten wir uns ja auch langsam mal nach Bre begeben. Aber wir wollen natürlich den Prolog hier noch fertig machen, ist klar. Der führt uns nämlich dann auch nach Bre. So. Und hoch. Hopp. Ah. Mich nicht. Schon wieder ein Kokon. Lol, hab ich doch gerade erst geplündert. Dann plündern wir ihn halt nochmal. Zack. So. Das ist schon mal sehr gut hier. Ja, damit hätten wir die zwei Quests dann auch schon mal wieder abgeschlossen. Kommen wir im Prolog auch noch ein Stückchen weiter voran. Das ist auch schon mal sehr gut. Ein Moment. So, die ist auch froh, dass wir die Spinnen gekillt haben. Einen Moment. Brombart-Fuchsschwanz ist in Michelbingen. Alles klar, Herr Kommissar. Dann müssen wir wohl nach Michelbingen. Da läuft auch ein Hobbit. Vorn Jodre. Auch auf Level 15. Okay. Kann man haben, muss man aber nicht. So, sind wir noch in Michelbinge gebunden? Ja, gut. Dann nehmen wir doch einmal die Karte der Heimkehr und kehren nach Michelbinge zurück. Ich glaube, dieser Brombart, der war, glaube ich, am Matomhaus oben irgendwo. So. Okay, ja, wir haben noch eine
Haufen Shit hier drin, ey. Krass. Gut. Dann müsst ihr hier oben gammeln. Guten Tag. Mehr Beweglichkeit ist gut. Nehmen wir. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Und sollen wir mit dem Grenzer Sauberstein sprechen? Alles klar. Können wir ja auch eben machen. So eine Münze hier, weil ich habe jetzt keine Lust, euch das zuzumuten und den ganzen Weg wieder zurückzureiten nach Dachsbauten. Seid gegrüßt. So. Weil das nächste Mal kann ich auch schneiden eigentlich. Egal. So. Jetzt sind wir zu Harlos. Was benötigt ihr? Betretet Lubachs Höhle und rettet Grenzer Sauberstein. Okay. Nochmal. Epische Aufgabe, genau. Und zwar müssen wir hier rein, in ein zweites Lager der Bilbisse. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Wobei, Wörthoch, wir haben schon einen ziemlich krassen Vorteil, würde ich meinen. Weil wir können schleichen. Dürfen uns noch nicht erwischen lassen, ne? Das finde ich so geil an Schurken, ohne Scheiß. Geht bei dem ab. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Jawohl. Nice. Das läuft ja wie geschnitten Brot hier. Geilo. Geht's los. Die Billwisse des Grambergs haben ihre Niederlage gegen das Auenlandvolk nie verwunden. Ihre Suche nach Rache hat sie ein weiteres Mal hierher geführt. Und hat das alles dazu gebracht, dass man den armen Herrn Sauberstein entführt hat. Schrei mal nicht so hier, Kollege.
Hier könnte es jetzt etwas haarig werden. Aber die Bilwisse sind dann, also Bilwisse doch recht stark sind eigentlich. Zumindest gegen mich kleinen hier. Also so einzeln sind die echt low, ne? Aber so auf Masse könnte sein, dass ich das dann nicht überlebe. Aber jetzt gerade sieht ganz gut aus. Jawohl. So. Und jetzt wisst ihr, warum ich den Schurken so liebe, ja? Also du kannst hier durch die Gänge schleichen. Mit allen anderen Klassen hätte ich mich jetzt hier hochprügeln müssen. Klar, ich könnte dadurch die Tat fertig machen, zum Beispiel. 60 Bilwisse im Auenland zu killen, aber kann ich nachher immer noch machen. Das muss ich ja nicht jetzt im Let's Play machen. Oh, da ist der Zauberstein. Da. Er wird festgehalten. So, er freut sich, uns zu sehen. Also mich zu sehen. Was für ein furchtbarer Tag. Liebend gerne, kleiner Mann. Huch. Lauf nicht zurück, komm. Ah. Und da ist Lubach. Der Anführer der Bilwisse hier. Meinst du? Kommt. Na. Stopp endlich. Wunderbar. Zack. Und schon haben wir ihn befreit. So. Okay. So, damit hätten wir das schon mal erledigt. Dann können wir jetzt ja hier wieder mit dem Hyros sprechen. Und der Gute bringt uns jetzt nach Hause und dann hören wir uns das an. Was? Sarumans Verrat hat mich viel Zeit gekostet. Ich hoffe, dass es Frodo und Sam gelungen ist, das Auenland zu verlassen. Ohne meine Hilfe wandeln sie auf einem gefährlichen Pfad. Frodo ist auf die Hilfe der Waldläufer und auf eure Tapferkeit angewiesen. So, damit hätten wir das jetzt quasi erreicht, dass wir den Auenland-Prolog, meine ich, abgeschlossen haben. Und der gute Halros uns dann jetzt, nachdem wir uns natürlich noch eine Belohnung ausgesucht haben, nach Bre schickt. Genau. Wie kann ich zu Diensten sein? Dann wäre es das auch schon fast. Ich habe noch eine Aufgabe offen. Die machen wir eben noch.
Und zwar die Fledermäuse eben umzubringen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge laufen wir dann nach Bree. Oder questen wir uns Richtung Bree? Da werden wir dann sehen. Da sind sie auch schon. So. Alter, wie schnell ist der Respawn? Weichen hier. So, eine noch. Und dich. Du bist die Glückliche, die stirbt. Zack. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir eben die Quest ab und dann würde ich auch schon sagen, dass es dann das für heute war. Und ich mir dann noch überlege, ob wir dann jetzt hier weiter questen, Richtung Balkfort laufen und dann nach Bree oder direkt nach Bree. Schauen wir mal. Weil ich später eigentlich in Bree nur wirklich questen wollen würde, um das Buch zu machen. Alles andere weiß ich gar nicht. Müssen wir mal sehen. Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute und wir sehen uns dann am Donnerstag, wenn ihr möchtet, zum nächsten Let's Build. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Wir hören uns, sehen uns, je nachdem. Haut rein, euer Steinchen. Tschüss.